Wir sind heute in Berlin mit den TeilnehmerInnen der Easy German Summer School. All diese Menschen sind neu in Berlin, so wie ihr vielleicht in der Zukunft. Und wir fragen heute nach Tipps zu Dingen, die man unbedingt in Berlin sehen oder machen sollte, Janosch. Los geht's! Los geht's! Ich bin neu in Berlin. Was soll ich unbedingt sehen? Also ich würde mir auf jeden Fall den Mauerpark ansehen. Der Weißen See ist schön. Mir fallen jetzt spontan, glaube ich, wirklich nur so Standardsachen ein. Den Reichstagskuppel, weil ich dann selber noch nie war. Das ist immer so auf meiner To-Do-Liste. Unbedingt sehen sollten Sie die schönen Seen um Berlin rum. Und auch in Berlin drin. Ganz viel Wasser, ganz viel Natur. Den Fernsehturm. Warst du schon da drauf? Ja. Und lohnt es sich? Ja, schon, wenn schön Wetter ist, schon. Ja. Nicht bei Regen. Ich würde immer sagen, man startet irgendwo am Alexanderplatz und geht dann zu Fuß einfach mal so ein bisschen in der Gegend rum und entdeckt die Stadt zu Fuß. Also das finde ich immer am besten. Mache ich selber auch in anderen Städten. Wir sind neu in Berlin. Was muss man hier unbedingt gesehen haben? Ach so, oh, okay. Ich finde Berlin eigentlich eher das Essen super. Ihr seid schon echt in der richtigen Straße, Kastanienallee. Also ich kann dir super viele Sachen empfehlen. Da vorne ist ein Veganer, der hat super gute Trüffel-Udons. Also wirklich, wirklich mega lecker. Da gibt es einen super guten Syrer noch, Babel. Auch tolle Falafel und wirklich was Tolles. Die haben Spinattaschen mit richtig frischen Spinat. Also also kulinarisch ist Berlin echt super und unprätentiös. Und ich finde, das ist in Berlin tausendmal besser als München. Also alles was Neues ist sofort hier und schnell. Und deswegen bin ich so gern Berlin und esse auch sehr gern hier. Was du unbedingt machen solltest wahrscheinlich, ist nach Potsdam gehen. Das ist so mein eines Sightseeing-Highlight, das ich empfehlen würde. Und wieso würdest du Potsdam empfehlen? Weil das relativ unbekannt ist. Also es ist wieder so ein bisschen das Versailles von Berlin. Aber alle kennen Versailles, aber niemand kennt Sanssouci in Potsdam. Unbedingt sehen. Ich würde sagen, die Museen als erstes. Auf jeden Fall. Und Volksbühne. Okay. Was für Museen würden Sie empfehlen? Ich würde auf jeden Fall in Pergamon gehen. Und Neue Nationalgalerie. Und dann auch unbedingt die Auguststraße abchecken und die Galerien da. Mauerpark zum Beispiel? Was könnte ich im Mauerpark sehen oder unternehmen? Also ich finde es schön, dass man dort oben sprayen kann. Ich finde es irgendwie ganz cool, dass man dort legal sprayen kann. Da sind irgendwie immer alle möglichen Leute, die da zusammenkommen und dann schön zusammen ja, was schaffen. Und was noch? Das Brandenburger Tor. Ja. Stimmt. Ja, ne? Ich kriege dort immer so das Gefühl, ich spüre die Geschichte. Es ist unglaublich, ja. Ui, oh Gott. ich würde sagen, am besten das Tempelhofer Feld. Ja, glaube ich, das ist eigentlich das Besonderste. Das gibt es in anderen Städten nicht. Und ja. Es ist ganz wichtig, dass du zum Tempelhofer Flugfeld gehst und bei Han West die besten Dumplings der Welt isst. Was ist dann genau die Tempelhofer Feld? Das ist ein alter Flughafen und ein riesiges Feld. Landen keine Flugzeuge mehr, aber es gibt Wiese und man kann dort ganz schöne Zeit verbringen. Den Tierpark. Und was ist besonders an diesem Ort? Am Tierpark, schön groß, kann man viel spazieren gehen, kann man alle Tiere gucken, die es so gibt. Ist sehr schön. Ich bin neu in Berlin. Was soll ich unbedingt sehen? Ich bin auch nicht aus Berlin, ich bin erst vor einem Monat hierher gezogen, aber ich glaube, einmal auf den RAW-Flohmarkt und den anschauen. Und was ist besonders an diesem Flohmarkt? Da sind ganz viele Menschen, da sind verschiedene Märkte, man kann super viel Verschiedenes finden und es gibt auch so kleine Essensstände, wo alles Mögliche verkauft wird, von Kebab, also so Döner, aus verschiedenen Nationalitäten, super toll. Ich glaube, gerade bei dem Wetter würde ich irgendwie mich an die Spree setzen und vielleicht ein Getränk trinken und das Wetter genießen. Modernkunst und Oper.
Es gibt viele Open Stars hier und es ist sehr wichtig, auch Open zu besuchen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Bergheim von innen, ne? Ganz nein, wichtig. Nein, ich bin ja eher so die Maus, die sagt, naja, man müsste schon mal so an Schlachtensee gefahren sein und an Wannsee. Ja, oder an See und einfach einen schönen Tag am See verbracht haben. Ja. Und was muss man unbedingt machen? Also welche Aktivität? Puh, ich glaube, es ist voll Klischee. Feiern. Einfach ein bisschen wie der Clubkultur, einfach mal reingehen und es wird noch ganz cool als CSD und auch so Raves finden statt, auch durch die Stadt und einfach mitkriegen. Ich glaube, voll viele tanzen einfach und auch wenn die runterschauen und auch diesen Vibe mitzukriegen, das ist schon echt cool in Berlin. Janusz, das haben unsere Summer School Teilnehmenden ganz gut gemacht mit den Interviews, ne? Ja, total. Super begeistert und super interessiert. Voll gut. Diese Gruppe lernt gerade mit uns hier in Berlin Deutsch. Und wenn ihr auch mal nach Berlin kommen möchtet für einen Deutschsprachkurs, dann möchten wir euch das unbedingt ans Herz legen und euch dafür unseren Partner, die GLS-Schule, hier in Berlin empfehlen. Unsere Summer School, die findet leider nur einmal im Jahr statt. Aber ihr könnt jederzeit hier einen Kurs anfangen. Jeden Montag beginnen neue Kurse und ihr könnt dort auch ganz besonders Konversation üben. Wenn ihr zum Beispiel schon viel mit Easy German versteht, aber euer Sprechen üben möchtet, empfehlen wir euch einfach mal für 2 Wochen oder für 4 Wochen nach Berlin zu kommen und hier in unserer Partnerschule einen Kurs zu machen. Wenn ihr das macht, könnt ihr auf der Website von der GLS am Ende auswählen, dass ihr die GLS über Easy German kennt. Ganz am Ende gibt es so eine kleine Frage und dann bekommt ihr sogar die Anmeldegebühr von 30 Euro erstattet. Ihr kriegt also mit unserem Link oder mit unserem Namen noch einen kleinen Rabatt. Probiert das mal aus und vielleicht sehen wir uns dann hier in Berlin, denn Janusz kommt hier auch jede Woche vorbei und macht hier eine Kaffeepause, während er das neue Easy German Video dreht. Das wäre schön. Und was ist dein Lieblingsort in Berlin? Mein Lieblingsort ist der Viktoriapark, also der Kreuzberg in Kreuzberg, der Viktoriapark. Was passiert dort? Da kann man schön spazieren und oben auf dem Denkmal sich schön hinsetzen mit einem Bierchen und den Abend genießen. Schöner Ausblick. Ich glaube, man kommt in Berlin ja nicht so oft so hoch, ist relativ flach alles, aber da kann man ganz schön den Ausblick genießen. Sonnenuntergänge sind da mal sehr schön, weil man in fast alle Richtungen schauen kann. Und was ist dein Lieblingsort in Berlin? Ja, schon die Straße. Ich wohne seitdem ich 0 bin hier und deshalb, also ich bin hier aufgewachsen, das ist meine Lieblingsstraße. Ich finde es toll, dass sie so breit ist, dass hier so viel Sonne reinkommt. Es ist mittlerweile ein bisschen voll geworden, aber es sind alles nette Leute, also niemand, über den man sich irgendwie beschweren kann. Also schon das hier ist, glaube ich, mein Lieblingsort und dann auch mit dem Park am Ende. Ich mag es hier sehr. Also ich liebe alles um Schlesischen Tor drumherum. Da ist mein Lieblingscafé, Lieblingsbar, insgesamt Wrangelkiez. Das ist, ja, da lebt es zu jedem Zeitpunkt des Tages und der Nacht. Ja. Mein Lieblingsort, ich mag es halt so ein bisschen außerhalb, so ein bisschen auch Steglitz finde ich ganz, ja, ganz süß, ist ein bisschen ruhiger. Aber ja, wenn man ein bisschen was erleben will, ist natürlich die Mitte schon ganz weit vorn. Eigentlich in Berlin nicht. Mein Lieblingsort ist mein Garten. Das klingt ja nett. Der ist außerhalb. Oh, alte Försterei. Alte Försterei. Ein Fußballfan. Union, ja, Berlin. Das Unionstadion. Mein Lieblingsort? Ja, der ist eigentlich eher an der Spree, so im Treptower Park, Plenterwald. So, das ist ein sehr schöner Ort. Teufelsberg, da musst du unbedingt hin. Teufelsberg ist im Grunewald. Das ist ein sehr hoher Ort mit viel Hiking und ist sehr schön. Mein Lieblingsort ist mein Zuhause. Und was ist besonders an deinem Zuhause? Man hat einen wunderschönen Hof. Ah. Schön grün mit einer Bank und kann der Hund so laufen. Ich gehe sehr gerne in die alte Münze. Da gibt es immer so Märkte, wo halt Leute ihre selbstgemachten Sachen und auch ihre selbst gebackenen Sachen und so ausstellen. Und da kann man halt hingehen und ganz viele kleine süße Mäuse kennenlernen. Das finde ich ganz schön. Ansonsten gehe ich richtig gern zu Bramables, weil es da vegane Donuts gibt. Und die finde ich sehr gut.
Und haben Sie einen Lieblingsort in Berlin? Ein Lieblingsort? Hast du einen? Zu Hause. Zu Hause. Stimmt, ja, zu Hause ist auch schön. Ich finde, es gibt einen ganz schönen Ort, das ist der Schweter Steg. Ja? Zu Hause ist auch schön, aber der Schweter Steg ist eine Fußgängerbrücke am Ende des Mauerparks. Also, ja. Und wenn man da rüberläuft und zurück Richtung Mauerpark guckt, sieht man den Fernsehturm und man sieht auch noch, also, wo diese Stadt einfach mal geteilt war. Also. Und das ist einfach ein ganz schöner Berliner Blick, finde ich, so auf die Stadt. Ein Lieblingsort. Ich mag sehr gerne so ein bisschen die vermeintlich hässlichen Ecken, also wenn man so rumfährt. Also ich fahre irgendwie gerne mit dem Fahrrad rum und irgendwie da, wo es so komisch verbaut ist, wo man sieht irgendwie, es gibt keine richtige architektonische Richtung oder sowas. Also es gibt so Ecken im Wedding, die so, man merkt, es ist einfach... Das wird einfach von den Bewohnern genutzt. Das ist jetzt irgendwie nicht großartig hergemacht oder so. Hast du noch einen Geheimtipp für mich? Ja. Also die besten Cocktails zu den besten Preisen gibt es in Lärchen und Eulen im Wrangelkiez. Ja. Mhm. Also ich bin ja wirklich Fan auch von der Natur in Berlin. Und deswegen, was wirklich schön ist, ist einmal die Rehberge. Da kann man wirklich schön spazieren gehen. Man kann sich auch sehr gut an den Kanal setzen in Neukölln und dort einfach ein Bier trinken. Das ist schön. Geheim KitKat. Ah, der Club. Das ist nicht mehr geheim, ne? Sag du. Ah, ich finde die Hackische Hefe sehr gut. Ja? Hier um die Ecke? Ja, oder? Das Schwimmbad in der Oderberger Straße. Gleich um die Ecke. Rechts. Okay. Auf jeden Fall eine Bunkerführung machen bei den Berliner Unterwelten, würde ich empfehlen. Das machen wir auch heute Abend. Und ja, da kann man 5 Touren buchen und ja, ist halt historisch und interessant. Also lohnt sich auf jeden Fall mal Berlin von unten zu sehen. Ja, ich esse, es gibt noch so ein Korean Fried Chicken Place, das ist kein Geheimtipp mehr. Guten Tag, der ist auch um die Ecke, auch super leckere, also ich finde die super lecker. Also und super gute Pommes. Geheimtipp? Ja, tatsächlich Dinner with Friends ist ein Restaurant, wo ich mal war, aber ich glaube, das ist jetzt keine spezifische Nationalität, die es dort gibt. Aber das war wirklich super, super lecker und es war auch aus, glaube ich, sehr vielen Ländern das Essen dort. Hast du noch einen Geheimtipp für uns? Geheimtipp? Ja, das vielleicht das ist nicht mehr ganz so geheim, RAW-Gelände. Das RAW-Gelände ist in Warschauer Straße, Friedrichshain. Was ist das? Das ist ein altes Bahngelände, was jetzt so Kultur, Bars, Kletterhalle, Club, alles so gemixt und ein bisschen wild. Es gibt in meinem Haus wirklich einen Geheimtipp, aber es muss, ich sag's super, es ist ein Geheimtipp, den ich jetzt irgendwie Kamera sage. In dem Haus, in dem ich wohne, hier in der Kastanien A12, gibt es einen sehr, sehr schönen Hinterhof, der früher mal öffentlich war. Jetzt ist die Tür meistens zu. Aber wenn die Tür offen steht, kann ich empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen, weil quasi das ganze Ensemble, so wie wir wohnen, das Vorderhaus, und es hat 3 Hinterhöfe und die führen dann auf einen sehr schönen, sehr verwilderten Garten. Da kann man sehen, wie speziell dieser Bezirk vor 20, 30 Jahren fast überall aussah. Also das ist wirklich seit den 90er Jahren oder selbst davor. Es ist einfach nicht renoviert worden. Man sieht irgendwie, wie die Häuser hier früher alle aussahen und kann so ein bisschen Eindruck davon gewinnen, wie das hier kurz nach der Wende aussah. Jetzt wollen wir von euch wissen, was sind denn die Orte, die ihr unbedingt in Berlin empfehlen würdet? Habt ihr ein Lieblingsrestaurant? Habt ihr eine Lieblingskneipe? Schreibt uns unbedingt einen Kommentar hier unten. Wir hoffen, ihr habt jetzt viele neue Ideen gefunden und könnt einfach mal losgehen oder nach Berlin reisen. Und danke fürs Zusehen. Bis bald. Tschüss.